Großer Prominentenauflauf beim 25-jährigen Sportbild-Jubiläum. DFL-Präsident Dr. Reinhard Raubal und DFB-Sportdirektor Robin Dutt. Der Topstar keine 24 Stunden vor dem Pokalkracher Bayern gegen Dortmund, ist dann aber doch ein anderer. Ja, Jürgen Klopp, seit 6 Pflichtspielen ist Borussia Dortmund in München nicht zu besiegen. Liga-Cup mal ausgenommen. Wie bereiten Sie sich morgen auf das 1:6 gegen Bayern München vor? Ja, die Frage ist legendär. Wir bereiten uns gar nicht vor. Wir haben 6-mal haben wir die Bayern in die Schranken gewiesen und das wird auch ein 7. Mal, ein 8. Mal, ein 9. Mal, ein 10. Mal klappen. Die können in der Meisterschaft ruhig vorne weglaufen. Wenn es drauf ankommt, sind wir da. Die Jungs sind jetzt alle im Bett, machen schon schön Heier. Ich schaue noch ein bisschen herum, mache ein paar Bilder, ein paar Fotos, damit die Presseleute auch Siegerbilder haben vom Kloppo. Ja. Geht das noch höher auf? Ja, no, normal schon, aber die Decke ist, Problem ist, da oben ist der Feuermelder und die Sprinkleranlage und dann kriegen wir ein Problem. Ich finde mich ja gar nicht geil, ich bin einfach nur ein ganz normaler Trainer, ich bin halt ein Erfolgstrainer, ich bin Deutscher Meister, ich bin Pokalsieger, ich bin scheiße rasiert und am Ende sind wir dann eben vorne. Angeblich ist ja Lewandowski jetzt bei den Bayern. Spielt morgen das erste Mal im Trikot? Ja, ganz ehrlich, das geht gar nicht, dass er wechselt. Der Matthäus kann den nicht einfach verkaufen, weil wer soll dann bei mir zu Hause den Rasen mähen? Und ganz ehrlich, ohne den Kuba geht da sowieso nichts, weil ohne Blaschikowski kann er doch nicht mal eine Briefmarke anlecken. Von daher, ja, soll er mal schön bei uns bleiben. Matze Knob alias Jürgen Klopp tippt natürlich auf den BVB. Der Konter aus der Expertenecke folgt aber prompt. Ich glaube, dass die Bayern so gierig sind, den Spieß endlich umdrehen. 3-2 für die Bayern, vielleicht nach Verlängerung. Aber ich glaube, dass sie am Ende siegen werden. Bundesliga aktuell. Vom Montag bis Freitag immer 18:30 Uhr auf Sport 1.